So, hallo Sandini, könnte ich auch schon mal hier erkunden. Was geht denn hier ab? Ein Restaurant. Fisch und Austern. Jeden Tag frisch. Ah, hier mussten wir auch in der Story für den Blumenfritzen hier die legendären Pflanzen sammeln. Ja, ja, ja. Das weiß ich noch. Weißt du das auch noch? Warst du damals auch schon dabei? Obwohl damals nicht. Ich glaube, das hier spielt vor der Story, ne? What am I? Invisible? Oder? Das bist du nicht. Nein, ich habe doch gar nichts gemacht. Sorry, sorry, wenn ich dich verärgert habe. Meine Liebe, tut mir leid. Wollte ich nicht. Ja, aber doch hier würde ich, glaube ich, am wenigsten gerne wohnen. Von der ganzen Mikrodilen, wo es einfach hier richtig schwül ist. Nee, nee, nee. Ich habe irgendwie das Gefühl, es riecht hier auch nicht so gut. Ich weiß gar nicht, warum. Aber ich glaube, hier riecht es auf keinen Sinn gut. Da wird geballert. Habt ihr was damit zu tun? Oh, shit. Aber da sagst du was. Hier hat der gute Combe O'Driscoll sein Leben gelassen. Das war schön. Das war gut. Da haben wir da oben auf der Hütte gestanden. Alles überwacht. Aber guckt mein Story-Game oder spielt es selber. Ich will da gar nicht alles verraten jetzt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Oder nicht gespielt habt. Ich finde es hier zwar auch cool, die Häuser sind auch cool, aber wohnen, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie nicht so... Ich möchte lieber zum Beispiel in Strawberry wohnen, schön im kleinen Wald. Na, Dorf ist ja nicht mal. Was soll man das denn bezeichnen? In der Ansammlung von Häusern im Wald, am Wasser. Hier war auch irgendwas. Hey there, Mister. Hey, hey there, Mister. Zurück. Da läuft einer. Aber wir sind ja friedliche Leute, natürlich. Nehmen wir das zu anderen Spielern, es sei denn, sie machen Stress. Also sie stressen uns, wenn sie selbst Stress machen, das soll ihnen überlassen sein. Aha, okay. Reparaturservice. Schön ein paar, was auch immer für Produkte, frische Produkte sind es auf jeden Fall. Tja, in welche Richtung fährst du? Fährst du ins Tod oder fährst du in eine andere Richtung? Oder fährst du gar nicht? Was guckst du so schmierig? Ich habe das Gefühl, wir werden dir noch ein bisschen Stress in Sandini machen. Aber ich reiße mich so lange, wie es geht, zusammen. Hier muss man so richtig lang sneaken. Ah, ich sag euch, wenn ihr die Story noch nicht kennt, spielt sie auf jeden Fall oder guckt sie an oder. Die macht richtig Spaß. Vorsicht, selber Vorsicht. Ich bin doch ganz vorsichtig. Hier haben sie noch nicht fertig gebaut. Okay. Und da wir nicht die besten Schwimmer sind, werden wir da auch nicht lang balancieren, ey. Na, schön einmal luchen oder was? Macht Spaß. Schön ein bisschen hier Holz hobeln, ey. Beste. Hey there, Mister. Hey there. Na, was geht? Ich geb dir ein Däumchen, weil du so nett Hallo gesagt hast. Oha. Ich habe irgendwie das Verlangen... Guten Tag. Oh, du kriegst auch ein Däumchen. Zwei. Hier, bitte. Oh, nee, die wollte ich jetzt gar nicht geben. Hello. Die wollte ich das geben, Lady. Schlagen? Nee, schlagen nicht. Daumen hoch. Aber ich habe das Verlangen. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Verlangen, diesen Kerl dort hineinzuschubsen. Ich weiß gar nicht, warum. Aber vielleicht können wir ihn hier so anrempeln, dass er da runterfällt. Oh, hat nicht geklappt. Noch ein Versuch. Oh nein, wir sind unten runtergefallen. Oh nein. Oh mein Gott, oh nein. Wir müssen auf jeden Fall vor ihm da sein. Oh shit. Oh Mensch, wir sind im Mist. Wir lassen ihn hier nicht hoch. Oh, die anderen kommen ja aber gleich her, ne? Oh nee, jetzt wird's gefährlich. Tschüss. Oh, no, no. Wo seid ihr? Oh nee, das gibt wieder Kopfgeld. Oh, jetzt ist sogar Mord. Was willst du denn jetzt? Schreib mich an, you're a dead man, läuft auf mich zu, dann muss halt auch der büßen.
So, wo ist unser guter Schwimmer? Da kommt er. So, du hast ihn beseitigt. Können wir mit dem Schiff abhauen? Nee, wir müssen ja auf jeden Fall aus der roten Area hier raus, ne? Sonst... Oh, sie kommen schon. Wir gehen aber hier, wir sind ganz sneaky-beaky-like hier hinter den Kisten unterwegs, wie in der Story, als wir aufs Schiff mussten. Ich erwähne die Story immer, damit ihr auch seht, wie toll die Story eigentlich ist und sie mal spielt. Zwinker-Smiley. So, gut, das haben wir erstmal souverän geregelt. Es hat alles nicht so gut geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben, aber er konnte reinfallen. Ihn können wir nicht reinschubsen. Den ist auch so nett, die sind so nett. Manche Leute sind einfach so nett. Kriegen alle ein Däumchen. Uff, nicht, dass wir ihm das Däumchen wortwörtlich in die Fresse drücken. Das wollen wir nicht. Na, du? Oh, ich hab das verlangt, die alle reinzuschubsen. Aber das muss doch auch irgendwie gehen. Die stehen da so verlockend, da muss es doch irgendwie möglich sein, dass man sie da reinschubst. Jetzt hier einfach so rüber. Wir können sie ja nur schlagen. Aber dann schlagen wir sie, also schubsen sie nicht. Guck mal, easy peasy hier, natürlich direkt in der Umgebung. Hat die Polizei natürlich nicht nach uns gesucht, aber gefällt mir auch gut. Durch die ersten Attitüde eines Bahnhofs hier, rede ich mit Überdachung und so, schön. Na? Ist hot hier, wa? Mensch, ihr seid alle so nett. Die auf dem Kopf. Die hat einen Vogel auf dem Kopf? Ach so, nee, das ist ihr Hut. Okay. Von hier sah es aus, als wäre dann, hatte sie sich einen toten Vogel auf den Kopf gesetzt. Wäre auch lustig gewesen, ne? Hätte auch Stil gehabt. Was machst du hier? Schminkst du dich? Ja, so ähnlich. Ne? Gut aussieht, will man ja auch. Ich stehe einfach mitten. Auch der. Oh, Français, okay. Braucht der da eine Ziese oder eine Pfeife? Ja, auch, glaube ich, eine Pfeife, ne? Der Mann hat Stil, ey. Ja, kannst du sofort. Ich wollte gucken, was du rauchst. Alles gut. Schöne Mucke. Kriegst auch ein Däumchen. Alle kriegen heute ein Däumchen. Yeah! Mensch, das muss doch irgendwie gehen, die Leute da reinzuschubsen. Wird es gerade schon wieder Nacht etwa? Das kann doch wirklich nicht sein jetzt. Port of Saint-Denis-le-Moyne. Warum wird es schon wieder Nacht? Warum? Die Folge geht doch nicht mal 10 Minuten. Und es ist auch wieder stockfinstere Nacht direkt. Dann machen wir heute mal eine kleine Mordserie. Sneaky-beaky-like. Wir sind jetzt hier der... The Ripper of Saint-Denis sind wir heute. Ja. Natürlich nur in Gassen, wo es auch unauffällig ist. Ich sehe es schon, eh schon kommen. Das endet in einer riesigen Schießerei. Mit der Polizei. Wo ist eigentlich der Friedhof hier nochmal? Da kann man sich mal ganz gut verstecken. Ja, wenn ich das wüsste, bei der Kirche wahrscheinlich. Ne? Wir sind ja bei der Kirche. Obwohl, hier der Friedhof. Hier ist der Friedhof, ne? Ja. Wir gehen mal zum Friedhof. Ui, ui, ui. Aber das ging bestimmt wirklich manchmal so ab, ne? In so dunklen Gassen mitten in der Nacht. Das ist schon... Die ganzen Stories und so kommen ja nicht von irgendwo her, ne? Die ganzen Kriminalstories. So, hier war der Friedhof irgendwo, ne? Da links ist Geballer. Warum ist da Geballer? Achso, das ist da hinten. Okay, das ist jetzt der andere Player. Nachts auf dem Friedhof. Was macht ihr denn hier? Ihr seht mir immer wie zwielichtige Gestalten aus. Ihr sauft euch hier auf dem Friedhof einen rein. Oh, oh, oh. Ob das so okay ist, ey? Eigentlich nicht.
Aber solange sie hier keine Toten ausgraben, keine Grabschändung betreiben, sollen sie da ruhig sich einen reinlöten. Hier haben sie auf jeden Fall ihre Ruhe, ey. Denn die Nachbarn, die sie hier auf dem Grundstück haben, die sind eher... können sich nicht mehr so gut beklagen. Lol. Was ist er denn da? Schmuddel? Gibt's hier vielleicht auch irgendwas so... so ein gelbes Zeichen, dass wir irgendwas vielleicht hier... wir ein bisschen Grabschändung betreiben können oder so? Ausdauer ist leer. Haben wir was zu fooden? Oder müssen wir bald wieder neues Food machen? Opossumfell, okay. Das wusste ich gar nicht. Wir haben kein Fleisch mehr. Dann müssen wir halt Apfel essen. Der hat nicht so viel geholfen. Wir müssen ja auch vor allem Ausdauer und der da. Das heißt, wir müssen uns eine Schnabbes reintrinken, ne? Was haben wir das denn hier? Achso, Arznei. Nee, komm, wir fahren uns mal den hier rein. Das hat geholfen, ey. Dann schmeißen wir die einfach hier auf den Boden, die Buddel. Vier Schweine. Vier Sauhunde. Jetzt sind da sogar zwei Player, sehe ich auf der Map. Wenn sie Hilfe brauchen, helfen wir ihnen. Aber solange sie nicht hier auf dem Friedhof alles niederknallern. Gucken wir einmal um, ob wir hier irgendwo ein gelbes Dingens haben, dass wir was finden. Wir haben auch nur diese Vierer. Truppe da getroffen. Ey. Ja, das frage ich mich aber auch. Hab ich nicht gesehen. Ich brauch's nicht weglaufen. Alles gut. Ey. Ey. Ich wollte mich doch nur bei dir entschuldigen. Tut mir leid. Ja, ich wollte mich doch nur bei dir entschuldigen. Nimmst du meine Entschuldigung an? Nimmst du meine Entschuldigung an? Nimmst du dir an, meine Entschuldigung? Bruder? Nimmst du sie an? Nimmst du sofort meine Entschuldigung an? We need the law over here. We need the law, sagst du? Das glaube ich aber nicht, Freund. Oh Gott, shit. Dup, 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 keine Zeugen. Dup, 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 keine Zeugen. Dup, dup. Schlachter, Zeugeangriff. Zeugeangriff. Nein, jetzt geht's wieder los. Oh nee, wo ist Zeugeangriff? Du bist Zeugeangriff. Was für ein Angriff? Was für ein Angriff, hä? Was für ein Angriff? Was für ein Angriff? Nein. Ey. Sofort stehen bleiben. Welchen Angriff? Welchen Angriff willst du denn angeblich beobachtet haben? Wofür bestehen die nächsten Zeugen? Mord! Ich hab doch gar keinen getötet. Die haben nichts gemacht. Wir haben wirklich hier nichts. Mal wieder, wie immer. Wie immer haben wir nichts gemacht. Gar nichts. Waren einfach nur nett und brav. Haben ein bisschen auf dem Friedhof gechillt. Ein bisschen den Toten gedacht. Und was passiert? Zeugeangriff, Zeugemord. Unglaublich sowas. Die Leute denken sich aber auch Sachen aus, das ist schlimm, ist das. Ich sehe ihn gar nicht, wo ist er denn? Bleiben Sie stehen, hier ist nichts mit Zeugemord. Nicht mal Angriff habe ich gemacht. Hier, komm. Sicher, goddamn, das denke ich mir aber auch. Wir haben hier wirklich nichts verbrochen. So. Ihr habt nichts gesehen, ne? Ihr habt nichts gesehen. Gar nichts, ne? Nee. Das ist auch gut so. Das will ich auch gehofft haben für euch. 1, 2, 3 Polizei. Das sind für interessante Palmen hier. Wen nennen wir hier? Napoleon Bonaparte? Eher nicht wahrscheinlich. Also was heißt wahrscheinlich? Auf keinen Fall wahrscheinlich. So. Wie geht es Ihnen denn, mein Herr? Darf ich mich zu Ihnen setzen? Anscheinend nicht. Help me! Kommen Sie mit. Oh Christ! Komm mal mit. Nein, du wirst überhaupt nicht da. Sterben wirst du nicht. Du wirst nur ein bisschen mitgeschleift. Alles gut. Hier müsst du irgendwo mal eine Treppe kommen. Die wird natürlich ein bisschen schwieriger für dich. Na, wo kommt denn die Ecke?
Ha! Da musste ich kurz niesen. Wenn du nicht willst, dann halt nicht. Dann nehmen wir dich halt anders mit. Dann nehmen wir dich halt Huckepack. Wir wollen dich ja nur zum Friedhof bringen. Willst du doch auch gerne hin. Oder können wir ihm einfach so einen Fremden... Können wir den Kollegen hier... Sag ich mal, den Fremden aufs Pferd legen. Und dann denkt die Polizei, er hat den geklaut. Ja, Mist. Ich sag mal so, wir können diesen Plan nicht ausführen. Nicht versuchen. Ich möchte gerne auf dein... Nein, ihr sollt nicht alle Law holen hier. Ich dachte, wir müssen abhauen, Typ. Tut mir leid, wir müssen jetzt hier, glaube ich, weg. Gleich kommt hier nämlich The Law, ey. Was ist das hier? Mysterious Maya. Ey! So, bin mal gespannt, für was sie mich diesmal anklagen. Angriff. Den Mord haben wir ja noch nicht begangen. Wir haben keinen Mord begangen. So. Suchen wir ein schönes Grab für dich aus. Schönes Grab. Ja, wo ist denn hier mal ein schönes, wo wir dich rauflegen können? Vielleicht auch mit Licht. Ah, das ist eine Laterne. Wie wär's denn hier? Welches möchtest du haben? Das hier. Guck mal, das sieht noch so ein bisschen leer aus. Das ist doch super. Das ist doch klasse. Da rein. Nö, das sieht nicht... Du liegst du noch nicht gut, ne? Also, dann legen wir dich anders rein. Du hast ja auch deine letzten Ruhestätte. Das wird nicht besser. Vielleicht müssen wir ihn schräg reinwerfen. Wenn wir ihn von hier reinwerfen. Mal gucken. Ja, perfekt. Gut. Dann würde ich sagen... Lebt der Mann überhaupt noch? Ja, ne? Gut. So, wieso habe ich jetzt hier so ein... Ich habe gerade ein Geräusch gehört, was ich nicht okay fand. Das klang nach einem Panther oder sowas. So. Hä? Als ob mich jetzt hier jemand gesehen hat. Ja, weil wenn wir eh noch gesucht werden, dann können wir ihn hier auch... Tja, wie töten wir ihn denn? Wir haben gar keine Molotovs mehr. Ach, wir haben ja so ein altes Kriegsbeil. Das ist so Wikinger-mäßig aus, ne? So eine Bartaxt-mäßig. Ja, ja, okay. Lass mir einfach frei. Sind wir nett heute? Nö, sind wir nicht. Zack. Okay, dass das jetzt Verbrechen ist, das wundert mich nicht, aber es hat auch keiner gesehen. Und plötzlich sind wir nicht mehr gesucht. Die Polizei von Saint-Denis verwirrt mich doch etwas, wenn ich ehrlich bin. Ich habe noch richtig Lust, hier in diesen Gassen eine richtige Schießerei mit der Polizei zu haben, bin ich ehrlich. Ist hier jemand drin? Achso, das sind Porträts. Okay, okay. Okay, okay. Na? Ach, hier stehen wieder zwei Leute. Undertaker, Alter. The Undertaker. Bumm. Bumm. Verteilt ein paar Chokeslams auf der Bühne, oder was? Oh, hier werden die Särge gemacht. Das hätten wir mal wissen sollen. Dann hätten wir den Typen hier in so einen Sarg gelegt. Obwohl, den hätten wir dann niemals reinbekommen, ne? Niemals. So. Wo ist denn hier der Hafen? Stopp! Wir stoppen. Rechts vor links. Keiner kommt. Ales, Wines, Cigars. Alles gute Sachen, aber brauchen wir jetzt nicht. Brauchen wir jetzt nicht. Hier ist der Market. Genau, hier ist der Trapper. Und ach ja, hier ist er, ne? Ja, ja, hier ist der Typ. Hey, wait! You stopping? Ah, I've been hearing about you. Hope you found time for some hunting among all these acts of philanthropy.
Please, take a look. Oh, excellent quality. Ja, ich zeige euch mal kurz. Das ist hier der Gegner von Harriet, ne? Bekleidungssets. Wir können uns ja von ihm... Guck mal, hier können wir diese Mütze aus einem Mondsteinwolf. Hier ein anderer legendärer Marmorfuchs. Das können wir uns auch machen. Ich finde das ja auch cool. Bin ich ja auch ehrlich. Wir können uns zwei Sachen, ja, wir können uns aus jedem legendären Tier was bauen. Patronen, gut, welchen haben wir denn? Aber welchen Patronen, gut haben wir denn gerade? Ach, den Mantel haben wir auch. Hier habe ich nämlich schon was gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr euch an den Mantel noch erinnert. Den habe ich schon, den Mantel. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Einfach nur normales Wolfsfell. Vielleicht müssen wir doch. I just got back from a splendid meal at La Bastille. If you haven't tried their Dauphinoise potatoes, I highly recommend. Ja, kenne ich noch nicht. Kartoffelauflauf. Können wir mal probieren. Gibt es den in verschiedenen Farben? Nee. Aber das. Ich traue mich nicht. Ich sag's mir, ich traue mich einfach nicht, während wir noch für Harriet Quests machen, irgendwelche Tiere zu erschießen. Das kriegt ja alles mit. Sie hat ja sogar. Okay, den. Dieses eine, was war das, weswegen das angesprüht hatte? Das war, glaube ich, also ein Eichhörnchen, ne? Das war ja auch fast vor ihren Augen. Aber ich, auch wenn wir weit weg ein Tier töten, das kriegt sie auch anscheinend irgendwie immer mit. Warum auch immer. Ja, vielleicht müssen wir mal ein paar Sachen bringen. Eine Variante des verbesserten Bogens. Ach, wir haben gar keinen Bogen, ne? Großpranken. Satteltasche. Haben wir dann mehr Trageplatz? Oder was? Brauchen wir eigentlich gar nicht. Jo, Rare Animals. Tut mir leid. Rare Animals. Vielleicht, wenn wir diesen legendären Marmorfuchs finden, vielleicht liefern wir tatsächlich das Fell ab. Aber sonst, du, nee, du, sag ich da. Sonst rastet Harriet aus. Und ich würde sehr gerne noch weitere Jagdquests für Harriet machen. Hier ist der Hafen, ne? Ob hier noch ein bisschen Polizei unterwegs ist. Und ob wieder Tag wird, das ist viel wichtiger, diese Frage. So, ist hier wieder, steht hier wieder ein Polizist rum? Nö, ist überhaupt keiner. Da wird langweiliger Kram hier. Ah! Du stehst da so fein. Und du siehst ein bisschen ungewaschen aus. Das heißt, ich würde mal... Oh nein, wir sind wieder runtergefallen. Scheiße. Oh, der andere ist auch wütend. Ist der andere auch doch mit runtergefallen? Sind beide jetzt im Wasser? Tatsächlich. Ist hier das Messer? Nee. Nix hier mit. Alter, das war den. Die haben wir mal gut zusammengeprügelt, ey. Der zieht erst ein Messer, dann zieht er noch eine Knarre. Du hast nichts gesehen. Nee, du hast gesehen, die haben angefangen. Der hat Messer gezogen, der Kollege. Die Vorgeschichte müssen wir dir ja nicht erzählen. Die behalten wir für uns. Aber er hat Messer gezogen. Und Pistole gezogen. So geht das ja nicht. So geht das ja nicht. Da hinten wird's hell. Ach, wie schön. Tja, mal gucken, wann. Oh. Upsi-dupsi. Hat ein bisschen Randale gemacht. Was ist das denn da? Bananen oder was? Jo. Okay. Wieso können wir die nicht graben? Wäre doch eigentlich nice, eine Banane reinzwitschern? Nee. Wieder ein bisschen Energie tanken. Ein bisschen Vitamine und Energie, ey. Aber anscheinend nicht, ey. Sind wahrscheinlich zu unbekannt. Was machen wir jetzt? Wo sind Harriet? Die müsste jetzt neue Tiere haben. Und wir können erstmal noch in San Denis was machen, vielleicht. Vielleicht sowas hier. Ach ne, Angus, den mag ich aber nicht so gerne mit seinen komischen Sachen. Noch eine Kopfgeldjagd. Wir können auch mal eine legendäre Kopfgeldjagd machen. Und eine, die ich noch nicht gemacht habe. Ich habe sonst immer nur den. Ich habe ja schon ein paar gemacht, aber sonst habe ich ja meistens den Wolfsmenschen nur gemacht. Na? Polizei?
Hast Bock auf Stress? Ich schon eigentlich ein bisschen. Ah, ich weiß noch nicht. Habe ich genug Bock auf Stress, um jetzt die ganze Stadt in Aufruhr zu versetzen? Eigentlich schon. Eigentlich schon.